Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist leider schon wieder der letzte Tag vom Gardasee und ich wollte nicht schon wieder unten starten. Deswegen sind wir jetzt schon ziemlich weit oben in Richtung Altissimo und mal schauen, welcher Trail es dann tatsächlich wird. Drei haben wir zur Auswahl. Wetter geht so, aber zumindest kein Regen bisher. Und schaut mal, wer noch dazugekommen ist. Den kennt ihr schon vom Winter, unser Engelchen. Wer das Video nicht gesehen hat, das verlinke ich euch mal. Plas, sein Airbag-Rucksack explodiert quasi. Und genau, dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Was ist denn da los? Ha, was denn? Helm? Fahren wir jetzt. Ah ja, na dann. So, nach einer kleinen Stärkung und fleißigen Gewusel, hier wird nämlich mit der Insta360 Go 2 auch noch gefilmt, geht es jetzt auch los für uns. Heute mal in den Val de Diaol, das ist der ehemalige Skull Trail. Und jetzt heißt Daumen drücken, dass es nicht mehr zu nass ist, weil sonst wird es eine Rutschpartie. Bereit? Sicher. Der Pla freut sich ganz besonders, weil der ist zwar super fit im Uphill, aber vielleicht nicht ganz so geübt im Downhill. Als erstes ging es dann nochmal ein Stückchen hoch, ganz schön hinterhältig, aber zum Glück nicht allzu steil. Und dann kam auch schon die Einfahrt in den Skull Trail und oben ist es relativ knackig gleich mal. Ich bin direkt ein bisschen erschrocken, so hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste schon, dass er schwer ist, aber dass es gleich so loslegt, hatte ich irgendwie nicht mehr im Kopf. Naja, auf jeden Fall weiß man dann gleich, wo man zu Hause ist. Danach wurde es dann aber gleich mal wieder ein bisschen leichter und da konnte man sich noch ein bisschen einfahren. Aber generell gehört der für mich schon eher zu den schwierigeren Trails. Gerade wenn es eben auch noch ein bisschen nass ist, dann ist es ordentlich rutschig, weil die Erde natürlich gut auf den Reifen kleben bleibt und man dann auf den Felsen teilweise ein bisschen rutscht. Aber er ist mega cool auch. Vor allem im mittleren Teil kommen dann noch so richtige Felsplatten, also noch viel mehr wie hier oben. Und das macht dann voll Spaß, kann man nichts dagegen sagen. Wie siehst du das? Also wenn ich es jetzt genau betrachte im Nachhinein, ja, sehe ich es genauso. Also es war schon ganz schön. Ja, ja, in echt war es nämlich so, dass nur Nico den oberen Teil gefahren ist. Bei der ersten Runde, so viel sei schon mal gesagt, es kommt dann nämlich auch noch eine zweite Runde, dann aber mit anderem Sportgerät. Und ja, für Nico ist es, glaube ich, sowieso die Offenbarung, was der Coast Trail für mich ist, ist für den der Skull. Der war nämlich zwischendrin dann ganz schön happy. Happy als auf dem Coast. Aber von der Schwierigkeit her sind die, glaube ich, sogar relativ ähnlich. Ich finde den Skull fast noch ein bisschen schwieriger. Dafür ist er halt nicht ganz so gefährlich, weil es eben keine Absturzgefahr gibt. Und ja, also ich muss mich da manchmal schon ein bisschen überwinden. Hier haben wir übrigens wieder die Insta360 Go 2 festgemacht am Rahmen. Da seht ihr mal wieder, was die Gabel so treibt. Ich finde die Einstellung echt cool und es schaut so ein bisschen nach Enduro-Einrad aus. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber es würde so ein bisschen, es hat die Optik, finde ich. Yeah.
ich komm durch. Sehr gut, Conway, hast du gut gemacht. Höher, Pferdchen, höher. Hoppe, hoppe, Reiter. Hoppe, hoppe, Reiter. Ah, ja, super, Fahrrad. Das hast du super gemacht. Und wir springen, juhu. Da sind wir jetzt eben mitten in diesen Felsplatten und die fahren sich wirklich so richtig cool. Also das hat mir auch echt mega Spaß gemacht. Nur eben mit diesen rutschigen Steinen, wenn die Erde nass ist, dann komme ich einfach nicht so gut ins Schießen. Aber ja, es ging noch. Dafür, dass es 2 Tage davor ja dieses krasse Gewitter hatte, war es schon wieder alles ziemlich trocken. Das ist ja das Schöne am Gardasee, trocknet es dann doch relativ schnell wieder auf. Und dadurch ist es meistens dann schon in Ordnung, nur wenn es gerade eben regnet oder nass ist, dann weiß ich da ehrlich gesagt nicht so viel, was ich fahren kann. Also falls ihr da Tipps für mich habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil da ist das Einzige, was ich großartig immer fahre, eben Passo Roqueta. Das ist ja auch super gut, aber ist natürlich nicht gerade die Monsterauswahl. Ja, cool. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung.
Hilfe. Da seht ihr den Pla übrigens auch immer mal wieder. Dafür, dass der eben gar nicht so viel Downhill fährt, hat er sich gar nicht so schlecht gehalten, finde ich. Also wir haben auch gar nicht besonders lange gewartet. Das war echt tipptopp. Da? Ja! 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 Jawohl, da! Da seht ihr es wieder, das ist jetzt das untere Val di Diavol-Schild. Das haben wir soweit alle drei gut überlebt. Ohne Platten, obwohl ganz schöne Zacken. Oh no, sagt es nicht, weil noch sind wir nicht ganz unten. Ja. Ist immer gefährlich. Yeah!
auf der Straße zurück nach Torbole hat man immer mega Aussicht über den See. Das ist richtig schön. Snack zwischendurch, bevor es dann nachher noch eine Runde auf die E-Bikes geht. Hey! Klar, schon fertig. Alles leer. Passend zum Wettermix der letzten Tage, war ja immer Sonne, Wolken, Regenmix. Auch heute. Wir fetten gerade noch mit dem E-Bike, wie geplant. Aber es regnet schon an allen Ecken und Enden. Und hier tröpfelt es auch schon. Deswegen mal sehen, wie weit wir kommen. Ansonsten hätten wir geplant gehabt, den gleichen Trail nochmal zu fahren. Was echt Spaß gemacht hat. Aber jetzt schauen wir mal, was es wird. Genau. So, wir haben es tatsächlich getan. Ein zweites Mal Sky Trail, also Val de Diaol. Und das jetzt diesmal wieder mit dem E-Bike. Schauen wir mal, wie es so läuft. Na, oh Wunder, oben waren wir schon mal deutlich schneller mit dem E-Bike. Wäre aber auch schlimm, wenn es anders wäre. Und drunter diese relativ schwierige Stelle. Klar, jetzt kannte ich sie auch schon. Aber bin ich tatsächlich auch gefahren mit dem E-Bike. Da ist einfach die bessere Bremse drauf. Also gerade bei der Bremse merke ich einen Riesenunterschied. Die hat natürlich sogar 220 Durchmesser. Und ja, also ist einfach echt wie so ein Anker. Und mit der SRAM, naja, geht so. Ja, ansonsten muss ich zugeben, haben wir gar nicht so viel Unterschied gespürt. Es hat mit beiden Bikes super viel Spaß gemacht. Den größten Unterschied, den ich noch gemerkt habe, ist beim Reifen einfach, dass der nicht ganz so viel Grip hatte wie der andere. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt mehr Luftdruck drin hatte, also ein bisschen vielleicht, aber ich glaube nicht so viel. Ich glaube einfach, dass die Maxxis tatsächlich die weichere Gummimischung haben und da hatte ich ein bisschen mehr Haftung am Felsen. Aber das war es dann auch. Ansonsten hat es echt mit beiden Bikes richtig viel Spaß gemacht und am liebsten wäre ich gleich noch ein drittes Mal hochgedüst. Aber keine Angst, es bleibt bei zweimal. Ihr müsst nicht noch eine dritte Runde anschauen. Interessant.
meinst du? Dass es gut geht. Ja. Kommt die Sonne noch drauf, nicht klar? Ja. Hätte, glaube ich, dann wäre es echt eine Maschine. Und da sind dann eben auch schon wieder die Felsplatten. Aber das macht diesen Trail wirklich aus. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Und wenn ja, was gefällt euch da am besten? Für mich sind es wirklich ganz klar diese Felsen. Also da fühlt man sich gleich so richtig hochalpin. Auch wenn man ja zugegeben diese flachen Platten, also von der Steigung her schon steil, aber ohne dass da irgendwie noch irgendwelche Verwerfungen drin sind, echt ganz easy zu fahren sind. Und dieses Gerümpel hier dann natürlich deutlich schwieriger. Aber auf der Platte fühlt man sich irgendwie... ja, so ein bisschen majestätisch. Macht auf jeden Fall Spaß. Dass es gut geht. Ja! Aber sehr geil. Ja.
Ja! Gutes Timing, es regnet leicht und wir sind zurück am Bus. War nochmal richtig geil. Also ich habe, glaube ich, meinen Lieblingstrail am Gardasee entdeckt. Schreibt mal, was ist euer Lieblingstrail am Gardasee? Meiner ist ja bekanntlich der Coast Trail. Und was mich mal interessieren würde, wie ihr über die ganzen Felsen fahrt. Fahrt ihr gerade drüber oder weicht ihr eher aus? Schreibt mal drunter, was so der, was ihr so macht. Ich fahre mal gern komplett drüber. Ciao. Ich esse gerne Pizza. Tschüss.